Flora Klim. Parabogensport. Also ich bin zum Bogensport gekommen über den Reha-Sport. Ich habe das erste Mal in der Kinder- und Jugendreha ausprobiert nach meinem Unfall und habe dann Jahre später mich daran zurückerinnert, als ich nach Göttingen gezogen bin und dachte, ach, das wäre doch was. Also es ist sehr verrückt gewesen. Also ich habe ja angefangen vor so kurzer Zeit eigentlich erst, aber es kommt mir schon viel länger vor, weil ich eben so viel Zeit mit diesem Sport verbringe. Also ich versuche zumindest im Sommer auf 5 Trainingseinheiten die Woche zu kommen. Im Winter ist es ein bisschen seltener, weil wir da in der Halle sind. Und ich schieße im Training so 150 bis 200 Pfeile. Seit ich den Bogensport mache, bin ich 2-mal Deutsche Meisterin im Para-Bereich geworden. Sonst auch auf anderen Landesmeisterschaften habe ich auch schon Medaillen geholt. Und mein großes Ziel sind die Paralympics 2024. Erstmal die Teilnahme, aber irgendwann in Zukunft wäre natürlich schön, da auch irgendwann mal irgendwas zu reißen. Aber mal gucken. Ja, also ich studiere Lehramt auf Grundschulen in Kassel seit einem Jahr jetzt ungefähr. Und das macht mir sehr viel Spaß. Also ich werde später an der Grundschule Lehrerin werden. Und ja, es ist tatsächlich keine zweite Wahl oder so, sondern es ist tatsächlich ein Beruf, den ich mir so ausgesucht habe und wo ich mich auch sehr darauf freue. Also ich bin ein sehr emotionaler Typ. Ich freue mich sehr viel über Sachen. Das ist im Bogensport manchmal ein bisschen hinderlich, weil ich dadurch dann mich manchmal so ein bisschen reinsteigere, wenn irgendwas nicht so gut läuft oder so. Aber eigentlich freue ich mich auch darüber, dass ich so bin, weil dadurch freue ich mich dann nach einem Turnier auch sehr schnell wieder, wenn es nicht so gut gelaufen ist, dann sehe ich auch sehr schnell wieder die schönen Sachen darin. Also ich glaube, die Paralympics oder auch die Olympischen Spiele sind ja generell ein Ereignis, dem man sich kaum entziehen kann. Aber es stimmt schon, dass ich natürlich ein besonderes Augenmerk dann auf den Bogensport legen werde und gucken werde, wie läuft das da so ab, was passiert da und was könnte mich eventuell mal erwarten. Also ich hoffe ja natürlich, dass mich das irgendwann mal erwarten wird.